Hallo, mein Name ist Patrick Bade und ich kandidiere für das Amt des Bürgermeisters in Sulingen. Heute soll es einmal um die letzten 5 Jahre gehen. In der letzten Legislaturperiode konnten wir, der Bürgermeister, die Verwaltung, die Politik, die Bürgerinnen und Bürger, viele tolle Projekte in Sulingen voranbringen. Ich möchte jetzt noch mal ein paar aufzählen, die ich quasi direkt mit oder selbst initiiert habe. Zum Beispiel das Spielplatzentwicklungskonzept. Gut gestaltete Spiel- und Lebensräume sind wichtige Voraussetzungen für eine gesunde, geistige, körperliche, seelische und emotionale Entwicklung von Kindern. Daran arbeitet der Arbeitskreis Spielplatzentwicklungskonzept jetzt schon mehrere Jahre konsequent. Zurückgeworfen leider immer wieder durch die Covid-19-Pandemie und zu erfüllende TÜV-Auflagen ist das aktuelle Ziel jetzt, den Spielplatz am Stadtsee zu verlegen und einen großen Kletterzirkus zu erweitern. Ebenso arbeiten wir an einem Wegweiser zu allen unseren schönen Spielplätzen. Ferienbetreuung. 2017 sollte das Betreuungsangebot für Schulkinder auf 3 Wochen in den Sommerferien reduziert werden, wogegen ich als Einziger im Ausschuss gestimmt habe. Durch den Einsatz betroffener Eltern, die ihren Unmut über die vorgenommene Reduzierung der Betreuungszeiten geäußert und deutlich gemacht haben, dass sie aufgrund von Berufstätigkeit auch auf eine Betreuung in den Oster- und Herbstferien angewiesen sind, sowie das Umdenken der Ausschussmitglieder, konnte die Reduzierung aufgehoben werden. Eingezäunte Freilauffläche für Hunde. Ja, ganz knapp gescheitert sind wir leider mit unserem Antrag zur Schaffung einer eingezäunten Freilauffläche für Hunde. Die sollte quasi den Hunden und deren Halter als soziale Kommunikationsplattform dienen, der Sozialisierung der Hunde dienen, aber auch ein angstfreies und ganzjähriges Freilaufen lassen der Hunde ermöglichen. Hier hätte man den über 1000 Hunden, über 800 Haltern im Stadtgebiet Sulingen quasi eine adäquate Gegenleistung bieten können für ihre immerhin über 50.000 Euro jährlich gezahlte Hundesteuer. Gründerzentrum. Noch durch die Verwaltung zu bearbeiten ist unser Antrag vom April 2020 zur Schaffung eines Gründerzentrums oder auch Coworking Space. Ziel hier ist es, Existenzgründern oder auch einzelnen Freiberuflern die Möglichkeit zu bieten, auch kleinere Einheiten anbieten zu können und sich dann Infrastrukturen wie zum Beispiel den Empfang, die Konferenzräume oder Sozialräume zu teilen. Anfangs quasi noch mit dem Gedanken, die lange leerstehenden Räumlichkeiten der alten Sozialstation im Sandpark umzunutzen, könnte man jetzt darüber nachdenken, im Rahmen des Sanierungsprojektes Suling Zentrum das Gründerzentrum in der Innenstadt anzusiedeln, um dieses lebendig zu gestalten. Förderung für Existenzgründer in der Innenstadt. Seit Beginn dieses Jahres gibt es nun aufgrund unseres Antrages die Richtlinie zur Förderung von Existenzgründungen in der Innenstadt der Stadt Sulingen. Ziel ist es hier, Existenzgründungen in den Bereichen Handel, Handwerk, Gastronomie und Dienstleistungsgewerbe sowie freiberuflich Tätige in der Innenstadt zu fördern, Leerstände zu reduzieren und die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Die erste Ansiedlung konnte durch die Logopädie-Praxis von Ulrike Liebst bereits gefördert werden. Weitere Anträge sind in Bearbeitung.